Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part, zum inzwischen 80. Part von Unity. Wir sind immer noch nicht mal, wir sind schon zur Hälfte durch, aber auch erst zur Hälfte. Ja, wie ihr jetzt gerade kurz gehört habt, mit mir ist wieder gute Christoph dabei. Und wie ich es mir versprochen habe, darf er auch ein bisschen länger mit dabei sein. Wird nicht nach zwei Parts direkt schon rausgejietet aus dem Anruf, sondern... Also, das sind mit Abstand die besten Parts gewesen, die ich gerade aufnehmen durfte. Nostradamus Rätsel und nichts anderes. Ja, yeah. Ist doch spannendes, immersives, berauschendes Gameplay. Richtig. Auf jeden Fall, da haben sich die Leute was Großartiges ausgedacht. Aber ja, wir haben jetzt endgültig damit dann auch im letzten Part die Gebiete Le Louvre und Le Quartier Latin abgeschlossen und können uns jetzt auf Sequenz 10 fokussieren, wo wir unser nächstes Ziel im Auge haben. Wahrscheinlich werden wir das auch in 0,2 Sekunden abgeschlossen haben und uns dann wieder auf den ewigen Schwall an Nebenquests stürzen dürfen. Hurra, hurra. Aber da wir jetzt gerade schon eine halbe Million haben, dachten wir uns, können wir mal irgendwas Mimiges kaufen. Und das sind Fähigkeiten. wow, abrollen, lol. Und zwar mache ich jetzt den absoluten Meme-Kauf und hol mir hier den fünfschüssigen Entenfuß. Ja, sollte es nicht reichen, in drei Richtungen gleichzeitig schießen, dann ist diese Waffe das Richtige. Wie gesagt, das in drei Richtungen schießen hat mir auch gefühlt nie irgendwas gebracht, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, das bringt halt wirklich nur was, wenn du irgendwie einen Haufen Leute vor dir hast und nur mal Schnellschuss. Ja. Sonst bringt das wahrscheinlich gar nichts. Wir haben jetzt die Meme-Waffe in unseren Besitz gebracht. Hurra. Ja, das war's. So. Ah, cool. Danke fürs Zuschauen. Das war's. Danke schon fürs Zuschauen. So, aber ja, gehen wir rüber. Wir haben unser nächstes Ziel. Ich hab schon vergessen, wer es ist. Schon so lange her. Aber ja, Sequenz 10, Erinnerung 1, eine Einladung zum Abendessen. Louis-Michel Le Pelletier, ein Abgeordneter des Nationalkonvents, ist Teil von Germains Plan, findet heraus, was er weiß und tötet ihn. Als Belohnung kriegen wir die legendäre Phantomkniehose. Wunderbar, endlich. Und 3 EP-Points. Dann hast du 8. Ja, das glaubt, vielleicht reicht das für die Phantomklingen. Mal schauen. Louvre, 20. Januar 1793. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Ach, da haben wir einen Bekannten. Hallo. Was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung? Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Ja gut, Desart macht Desart-Sachen und sagt Desart-Sachen, Ja, aber nett, dass er noch nicht tot ist. Genau. Okay, was? Haben wir jetzt direkt schon die Kill-Mission? Okay. Ja, okay. Gar keine Einleitung. What the fuck? Okay. Ja, der ist, ich würde sagen, der ist wichtig, der Charakter. Ja. Willkommen in Sequenz 10. Und das war's mit Sequenz 10. Bürger Talion? Ach, er ist das. Guck mal, Vogelscheiße. Nice, danke. Wow, what the fuck, Alter? Es wird sehr viel Mühe in die Main-Quest gegeben. Le Pelletier eliminieren. Das wird der Kunden für Gelegenheiten sorgen. What the fuck, Alter? Einmalige Attentate 1. Nicht vergessen. Wo? Stand da gerade. Ah, okay.
Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau wurde am 29. Mai 1760 in Paris geboren. Im Zuge einer vielversprechenden Karriere wurde er 1779 Ratsmitglied des Pariser Parlaments. Vor der Revolution waren Parlamente Teil der Judikative und hatten keine gesetzgebende Funktion. Obwohl er eigentlich noch zu jung für dieses Amt war, wurde er mit Sondererlaubnis zugelassen. Höchstwahrscheinlich dank eines Eingreifens durch die Templer. Neben anderen juristischen Aktivitäten stieg er bis 1789 zum Leiter dieser Institution auf und wurde von den Generalstädten zum Repräsentanten des Adels gewählt. Schon bald wandte er sich von seiner adligen Herkunft ab und schützte die Ziele des dritten Standes. Er verschrieb sich im Anschluss ganz der Politik und war im Juni 1790 fast zwei Wochen Präsident der Constituante. Als Rechtsanwalt wirkte bei einem Entwurf des Strafgesetzbuchs mit, dessen hervorstechendster Punkt ein Vorschlag zur Abschaffung der Todesstrafe war. Eine Idee, die allerdings verworfen wurde. Ein Vorschlag zur Abschaffung der Todesstrafe? Im 18. Jahrhundert? Mach dir nichts draus, Amerika. Irgendwann kommst du da auch noch hin. Oh, ah, schön. Sick burn, baby. Das will ich hören. Dieser Amerikaner-Hass. Ja. Ist immer gut. Zweite Mal, glaube ich schon. Ist immer gut, ja. So. Neues Ziel: Antatsgelegenheit, Infiltrationsgelegenheit mit Berserkerfeind, vergiftete Grobian und Doppelattentate. Gut, da wäre ich schon mal die Berserker klingen aus. So, wo genau befinden sich jetzt hier die Möglichkeiten? Da. Auf der Rückseite. Dann vielleicht durch dieses Tor ist die Infiltrationsmöglichkeit. Kannst mich nie sehen. Ich kümmere mich schon um euch. Zurück! Abschaum! So, die beiden werde ich in meinem schönen Doppelattentat erledigen. Nein! Mann! Ich dachte, dieses Spiel, ey. Das verdammte Spiel. Aber zum Glück ist dann wenigstens so viel menschliche Schilde, dass ich da ganz einfach. Ja, die Gegner ist auch komplett Schnuppe, die schießen auch trotzdem. Und schon. Mann, also weißt du, einfach geht's ja nicht und dann verkackt Anos trotzdem, ey. Was soll ich noch für ihn tun, ne? Aber beide Charaktere waren in dem Moment auch nicht rot, als du es gedrückt hast. Ist das Spiel schon richtig pingelig, scheinbar. Ja, Mann, oh Mann. Ja, Lucas Postillon, der Postillon und so weiter. Ja, ja, schon damals. Großes Blatt. Auf jeden Fall. Jetzt kommt der Teil, in dem ich dir die eine Menge Wachen auf dem Dach. So, machen wir mal so ein Rennschild. Mal schauen, ob das funktioniert. Und stopp dreimal. Nennen wir es zeitversetztes Doppelattentat. Ja, scheiß drauf, ey. Ich hab's versucht. Jetzt ist es vorbei. Ja. Ich weiß nicht wovon. Ich mache das hier jetzt seit 30 Jahren, Jungchen. Ich glaube, ich weiß, wie gesteckter Wein schmeckt. Ich habe hier Wein im Wert von 50 Livre. Was soll ich denn damit tun? Dann verkaufe es als Salbe gegen wunde Nippel, ist mir egal. Ich bin mit dir sicher einen Tropfen davon ab. Okay. Gut zu wissen. Gäste zu vergiften. Ah, den Wein stehen. Ich rufe die Gendarmerie. Ich lasse ihn fortschaffen, sobald der Wein noch nützlich sein. Aha. Vergifteter Wein und als nächstes schimmliges Brot. Ah, Giftattentat verfügbar. Sehr schön. Ah, das ist ein Sonderding. Mit Wein, das Wein, der Wein ist gestreckt. So, können wir ihm vergifteten Wein übergeben. Und hier ist eine Infiltration Opportunity. Ah ne, da kann ich es reinfüllen. Ja, würde ich gerade sagen, da füllst du es rein, das ist auf der anderen Seite. Genau, hier ist die Infiltration Opportunity. Mal schauen, wie ich da hinkomme. Ist es über den Untergrund oder nicht? Das sind hier die Phrasen.
Bleib stehen! Lass dich entkommen. Hä? Okay. Hier entkommst du nicht! Oh, ja, Mai, so, ey, ey, kann doch nicht, ey, da grad war. Ja, der hat, glaube ich, auch schon mal ein bisschen vom Wein genippt. Ja, das merkt man. So. Das Schöne ist, wenn du schnell rennst, dann bist du auch weg. So. Auch immer du jetzt rauskommst. Ja, wir sind alle gespannt. Also so kommt die, sieht den Rest des Lebens nie wieder Sonnenlicht. Also ich meine, den echten französischen Katakomben ist das bestimmt schon oft genug vorgekommen. Hm, kann ich mir denken. Wahrscheinlich ist aber Infiltration in das Gebäude gemeint und legt in die auszustechenden Sachen. Hm. So, da kämpfen die Burschen. Ach, hat er so wieder alle angesteckt. Da muss ich warten, bis sie sich alle umgebracht haben. Aber zählt leider nicht für die Nebenmission. Ja. Weil es, glaube ich, kein Grobian ist, deswegen. Ja, ja, das auch. Ich hätte es eher vermutet, dass das Spiel halt sagt, du hast ihn nicht aktiv vergiftet. Achso, ja, das kann auch sein. So, und jetzt. Mach ich mal den Finishing Blow. Zack. Sehr schön. Dann klettern wir einfach mal rauf, ey. So. So. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und noch höher. Und noch höher. Nö. So. Ah, da unten. Dann gehen wir mal weiter runter. So, darf ich. Kann hier auch die Alarmglocke sabotieren. Vielleicht zack, alle rasten aus. Genau. So, und hier mit der Dame sprechen. Monsieur Le Pelletier hat sich über Streifen beschwert. Sei dieses Mal besser gründlich. Ah, hier die Leiter. Sehr schön. Ah. Pardon, Mademoiselle. Monsieur Le Pelletier hat sich beschwert, weil sein Büro zu stickig ist. Könnt ihr das Fenster öffnen? Was redet ihr denn da, Monsieur Hasszugige Räume? Oui, Monsieur. Remy, öffne das Fenster. Monsieur Le Pelletier findet sein Büro zu stickig. Aber ich sollte doch... Mach es einfach. Schon gut. Wir sind direkt unterbrochen. Ne? Jetzt kommen wir nicht mit. Kein Bock. Hier, zack. Ja. Für mich ist das nichts. Ich wollte gerade sagen, so, das ist gar nichts. 4000. Ja. Ja, gefühlt in dem Bereich sind wir wahrscheinlich so Multimilliardär oder so. Ja, in der damaligen Zeit mit Sicherheit. Ja, wir besitzen ja auch gefühlt alle Gesellschaftsclubs in Paris. Also ist das, glaube ich. Big Spendy Boy. Ja, auf jeden Fall. Big Spending Pants. So. Big Spendex. Das auf jeden Fall. Und weg damit. Sperrkämpfer sind mir nämlich ganz unangenehm. Eine Tür, die kannst du bestimmt mit Schloss 3 knacken. Ja. Da kommt er hier durch, dann könnten wir nämlich Snagge. Schnegge, Schnegge, nom nom nom, komm mal herüber. Oder dreh dich um, dann kann ich den Header verpassen. Ja, perfekt. So, komm rüber. Hallo. Hallo, kannst du bitte... So. Na, du, okay, den anderen interessiert es tatsächlich nicht. Da kommt einer. Das machen wir so. Das machen wir so. Zack. Ich meine, wenn du vorbeikommst, um seinen Wein zu trinken, sind die ganzen Leichen, die den Boden pflastern, gar nicht verdächtig. Also ich würde da keine Bodenruhigung bekommen. Ist dann schon wieder Mittwoch. Ja. Haben wir schon wieder die Schlacht gehabt. Kann es sein, dass du gleich durch die Tür gehen kannst, ohne dass da wer drin ist? Ja, stimmt. Warte, lass mich mal... Weil der steht ja, glaube ich, im Nebenraum. Ja, stimmt. Genau. So, eigentlich. Gut, geradeaus, jetzt kommt einer. Oder fast. Aber hier ist alles voll. Ja, okay, jetzt frage ich mich nur, wie willst du an den drankommen?
Ja, wie soll ich das bitte alles vergiften, ey, bevor es niemand bemerkt? Hast du noch einen Typen am Abschießen mit Berserkerfall? Keine Ahnung, ob das dann weggeht, aber. Ja, wahrscheinlich, wenn bei dem die, ne, bei dem die Party abgeht, dann, ich mach, glaube ich, erstmal einfach und erledige ein paar Leute. So. Habe ich die beiden schon mal erledigt, zwei weniger, die mich stören können. Ja, siehst du, und da, die werden jetzt abgelenkt. Jetzt kommen die rüber. Eine Menge. Oder auch doch nicht. So. Der eine hat sich einfach nur wieder angestellt hinten. Kannst du den einen Typen da hinten kannst du nicht ausschalten, oder? Ja, warte, ich will hier alle in Ruhe erledigen. Kritisch. Ja. Ah, noch einer. Kannst dich hinter die Mauer stellen, dann kriegst du vielleicht so auch noch einen. Weil die anderen gehen wieder zurück. Komm drüber, Jungs. Nein! Das ist sehr seltsam. Wie ist das passiert? Nein! Ach, Alter. Richtig hart veraimen. Es ist Controller, okay. Ja, trotzdem. So schnell rennen die nicht. Doch. Hallo, die laufen hier wie Sonic rum. Wie soll ich das hinkriegen, okay? Das ist eine sehr gute Frage. Wobei, vielleicht sieht es der eine, ja? Naja, schade. Zumindest zu der Leiche ist mit dem Rücken gekehrt. Na, natürlich. Okay, sehr gut. So, gar nicht verdächtig. Das wäre aber so typisch Ubisoft, dass die einfach den, solange du nicht entdeckt wirst, kommt er einfach nicht. Also, Louis-Suzanne Le Pelletier. Nach dem Anteil auf ihrem Vater wurde Louis-Suzanne Le Pelletier von ihrem trauenden Nationalkonvent offiziell zur Tochter der Nation erklärt. Das ist meine krasse Adoption. Tut uns leid mit deinem Papa, aber dafür sind jetzt wuschelig alle in Frankreich deine Eltern. Dann stellen Sie sich mal die Schlange an Leuten vor, wenn sie von der Schule abgeholt werden müsste oder die ganzen Karten, die sie zum Muttertag zu schreiben hatte. In ihrem späteren Leben war sie eine überzeugte Realistin und verschwendete viel Zeit und Geld darauf, das berühmte Gemälde ihres Vaters, das der Maler Jacques-Louis David geschaffen hatte, ausfindig zu machen und es zu vernichten. Sie starb 1829. Okay. Interessantes Leben. Eine Flasche eures besten Weins. Heute feiern wir den Tod der Tyrannei. Sofort, Herr. Okay, die interessiert es wirklich nicht. David, kannst du den einen noch abschießen? Hop, hop. Meine Flasche. Hätte schwören können. Oh, mal gucken, wenn jetzt auch noch das so passend. Du hast nur noch eine Phantomklinge. Just saying. Ich brauch die Flasche aus dem Keller. Okay, ihn interessiert für dich nicht. So, hier ist die Flasche Wein. Kriegen die jetzt? Hey, Moment mal. Ja, du hast also keine Medaille, die bringen kann. Oder doch? Hä? Okay. Der Typ bleibt so panisch weg. Oh Gott, hier ist die Flasche. Was ist denn jetzt? Funktioniert das oder nicht? Du hältst dich auf jeden Fall mit ihm. Ja. Ich läuf da rum, hey? Schlitz einem die Kehle auf, die ganze läuft der Party. Ja, alles normal. Frage, was jetzt ist. Also, er steht zumindest da. Okay. Wenn es wirklich nicht geht, weil du keine Wache mehr da hast, wäre das echt bitter. Nee, ich glaube, weil der eine Typ panisch geworden ist oder so, der Diener oder so, der den Wein holen soll. Ich sehe aber gerade die Flasche ist aber auch weg. Die steht da nicht mehr. Die Wasche.
Roger. Ja, gut, dann machen wir es, glaube ich, halt so. Traurig. Schade. Ja. Von oben drauf. Nee, wir nutzen unsere neue Waffe. Boah, das ist so geil, wenn du einfach daneben schießt jetzt. Aber warte mal, trinkt er die vielleicht mit ihr? Nee. Ah, deswegen ist seine Frau daneben oder Tochter. Ne, Tochter. Die ist hart daneben. Oh, er hat's überlebt. Wow. Daneben, so, meine Güte. Sag doch, du veraimst so hart, dass du nicht mehr stirbst davon. Der König ist nichts als ein krimineller Verräter. Und erst dann, wenn er wie ein gemeiner Verbrecher hingerichtet wird, ist die Welt für Jacques de Molays Wahrheit bereit. Ihr könnt der Welt alles zeigen, was ihr wollt, Großmeister. Was ich tue, tue ich zum Wohle Frankreichs. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Bürger Le Pelletier, die Wahl steht bei 360 für Hinrichtung und 360 für Gnade. Wofür stimmt ihr? Enthaltung. Ja, Chaos. Hinrichtung. War die Wahl wirklich so knapp? Beendet und ausgezogen, mit Sicherheit nicht. Großmeister. Und? Der König wird sterben. Ich hatte keine Zweifel. Oh ja. Ich freue mich darauf, das Ende der Tyrannei zu bezeugen. Ich sorge dafür, dass ihr den besten Platz bekommt. Ach, hopp ihn mal aus. Hm. So, schauen wir uns mal kurz das Ende hier an. Bla bla bla. Mhm. Ja, im Konvent stirbt er dennoch für den Tod von Ludwig dem 16. wurde noch am gleichen Abend selbst getötet. Er arbeitete auch wesentlich unauffälliger am Entwurf eines Bildungsprogramms, das etwa ein halbes Jahr nach Le Pelletiers Tod von Robespierre vor dem Konvent verlesen wurde. Le Pelletiers sterbliche Überreste wurden ins Pantheon überführt und seine Tochter von der Nation adoptiert, als Zeichen der Dankbarkeit für seinen Beitrag zur Revolution. Assassin 6, Templer 0. Wie gesagt, ich würde Templer 2 sagen, so, weil wir schon zwei große Assassinen verloren haben, aber naja. Ja, wobei der eine ist ja nicht von den Templern getötet worden. Ja, beide sind nicht von den Templern getötet worden, aber es ist trotzdem als Verlust für die Assassinen zu betrachten, aber naja, gut. Also die Sieger schreiben die Geschichte. Aber ja, das Problem war halt, glaube ich, wie gesagt, dass durch das zu offensichtliche Attentat die Massenpanik der Diener halt weggelaufen ist, hatte man ja da gesehen, der den Wein holen sollte. Der ist vor Panik weggerannt und dadurch hat das dann halt nicht mehr geklappt, leider. Naja, wenn ihr sehen wollt, schaut euch das auf YouTube an oder so. Also die Unterhaltung gab's ja mit dem Wein, aber wahrscheinlich ist dann halt einfach nichts passiert, weil das Spiel dann irgendwie einen Fehler hatte. Naja. Aber ich meine, ob er jetzt da gestorben wäre oder 2 Sekunden später mit einem Pistolenschuss, naja. Ja. Dafür hatten wir noch ein paar andere nette Cutscenes. Genau. Hat er 5 Kugeln auf einmal abbekommen. Ja, oder die Frau wahrscheinlich nochmal 2. Genau. Streufeuer. Ja, hat's gerade noch so überlebt. So. Run, run, run. In 10 geschafft. Wow. Legendäre Phantomkniehose. Das hat einen Tod auf Scheiße. Ja. So. Fortfahren. Ja. Das Attentat auf Louis-Michel Le Pelletier. Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau war gebürtig 2-Adliger, wurde aber zu einem eifrigen Verteidiger der Sache des Volkes, der ein Zeichen setzte, indem er seinen Adelstitel aufgab. Im Juni 1790 wurde er zum Präsidenten der Nationalversammlung. Am 20. Januar 1793 war seine Stimme ausschlaggebend für den Tod von Ludwig dem 16., obwohl Le Pelletier zuvor sehr lange mit seiner Entscheidung gezögert hatte. Tja, das kann ich mir gut denken. Am Abend der Abstimmung wurde Le Pelletier unter rätselhaften Umständen in einem Café im Palais Royal ermordet. Zeitgenössische Quellen nennen einen ehemaligen Leibgarde des Königs als Täter, doch die wahre Identität des Mörders bleibt bis heute ungeklärt. Das ist scheinbar doch historisch. Das Café Février im Palais Royal. Gehörte zu den 19 Cafés im Palais Royal und lag in der Galerie de Valois 113. Es wurde durch 2 Ereignisse berühmt. Erstens feierte Robespierre dort am 21. September 1792 die Ausrufung der Republik. Zweitens wurde hier am 20. Januar 1793 Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau ermordet. Ja, da kann man bestimmt stolz drauf sein als Kaffeebesitzer. Ja, da wurde ein Typ umgebracht. Jawohl! Sehr schön.
Hype, Hype. So lobe ich es mir, Leute. Können wir denn noch jemanden umbringen lassen? Ja, mehr Publicity. Stimmt. So. Das hier die Truhe direkt. Wenn es auf einer anderen Ebene ist, hau ich wieder ab. Ja. Ciao. Haben genug Geld. Ah, du kannst deine Kniehose ausrüsten. Ja, stimmt. So, direkt vor der Guard. Ich weiß nicht, natürlich Umstände. Also die stehen da halt rum und verteidigen den Bürger nicht vor einem Extremisten. Und wenn ich das erledige, bin ich der Verbrecher hier. Unglaublich. Ja, das ist genau wie die sächsische Polizei bei Querdenkern. Oh, true. Hart, aber wahr. Ja. So, Ausrüstung, Ausstattung, Beine. Und da ist jetzt so die legendäre Phantom-Kniehose. Diese Kniehose, eines der feinsten Exemplare im ganzen Land. Ja, okay, prächtiger als der König, wir checken es. Schauen wir mal, gibt es irgendwas, das stärker ist. Das ist interessanterweise gleich gut. Hat aber hier dann andere Haltmodifikatoren. Okay, es gibt keins, was eindeutig nur besser ist als das. Warum hat die den Text unten? Wie meinst du das? Ja, überall ist der Text direkt unter dem Namen der Hose. Ah, stimmt. Ah, ja. Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ah. Guck mal kurz nach Fähigkeiten, ob du deinen besseren Shit jetzt machen kannst. Fähigkeiten, Fernkampf. Ja, 8 für die verbesserte Phantomklinge. Sehr schön. Zack. Très bien. So. Und damit war's das von diesem Part. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke Christoph fürs Mitmachen und wir sehen uns gerne zum nächsten Part. Au revoir. Ciao.